gefrühstückt und ja, machen einen Plan, wie es halt heute weitergeht Richtung Österreich, Richtung Wien. Das wäre vielleicht ganz cool, wenn wir die letzten Etappen irgendeine Airbnb-Unterkunft nehmen könnten. Müssen wir jetzt aber erstmal online schauen, vielleicht sind wir auch schon zu spät dran, ich weiß es nicht. Ja, ansonsten muss ich glaube ich erstmal alle auch ein paar Nachrichten beantworten. Viele Freunde haben sich jetzt schon gemeldet. Daniel, mit dem ich mich da auf dem Gelände treffe. Daniel, liebe Grüße gehen raus an dich, Mann. Ich freue mich auf dich. Und dann sehen wir zu, wie es an Tag 2 weitergeht. Wieder on the road again. Wir haben jetzt schon 1 Uhr. Wir sind jetzt kurz vor der österreichischen Grenze. Wir haben ziemlich anscheinend ziemlich geile Unterkunft in Wien gebucht. Ansonsten müssen wir gleich nochmal raus eine Vignette kaufen. Ich weiß gar nicht, wie teuer sowas ist. Für 3 Tage müssen wir die ja kaufen. Sehen wir gleich alles. Ab nach Österreich. Wir checken jetzt eine Maut. Eine Vignette. Ja, also ihr fragte mich gerade so 10 Tage Österreich. Und dann sag ich ja, geht's nicht auch kürzer? 10 Tage Österreich ist das niedrigste, was es gibt. Kostet 9,90 €, also ja, eigentlich pro Tag 1 €. Kann man auch eigentlich schon machen, oder? Für korrekte Straßen. Ich bin mal gespannt. Also jedenfalls gab es keine Baustellen in Österreich, alle Baustellen nur in Deutschland. Ja, 10 €. Ich finde es eigentlich okay, auch wenn ich nicht 10 Tage in Österreich bleiben will. Also 10-mal pinkeln gehen ist eigentlich teurer als 10 Tage Österreich. Halt, stopp! Schräg, Alter! Naja, dann rammen wir jetzt hier einfach rein, Alter! Jetzt sind wir angekommen in Wien. Jetzt müssen wir erstmal unser Hotel suchen. Also auf den ersten Blick sieht Wien so aus wie Leipzig oder Dresden. Also so viel zum Thema, Alter, das schöne Wien. Ich habe auch noch keine Berge gesehen oder sonst irgendwas. Dafür haben wir anscheinend ein ziemlich cooles Hotel, aber das werden wir gleich mal ein bisschen inspizieren. Ja, ansonsten, ey, bezahlt man, um 24 Stunden zu parken in Wien, einfach mal 44 Tacken. Wir sind jetzt, glaube ich, ein bisschen besser dran. Wir zahlen jetzt 25. Aber günstiger ging es einfach nicht, der ist schon hart. Ja. Wir hatten reserviert. Für ein paar Stunden. Falls ich sterbe, dann. Dann müssen wir das ein bisschen aufpassen. Verdammt missglückt war, aufs Zimmer zu finden. Witzig. Haben wir es jetzt doch tatsächlich hier nicht geschafft. Und jetzt machen wir erstmal eine kleine Roomtour. Ich nehme einen Stock in der Kamera. Was für eine krasse Sammlung, ey. Super nice, was ist das? Was ist das? Digga, das ist nicht das, was ich denke, Mann. Das heißt dann bestimmt Betrag auf deine Karte. Und dann? Ich
anscheinend die Karte da nur dran. Ja, das glaubt ihr nicht. Ich habe erst gedacht, Alter, das hier ist irgendwie so eine Milchshake-Bar, ey. Und jetzt Heineken. Besser. Besser. Und der Stand ist auf jeden Fall für mich reserviert. Die Karte, Geld, Hamburg. So geil besagte Bierzapfstation noch ist, halber Becher Schaum, und ich meine, ich kann zapfen, für 4 Euro. Ist halt schon nett. So. Ich mache jetzt einfach Versuch Nummer 2. Geil, Alter. Guck mal, was die für einen Namen geschrieben haben. Schiel, ey, schiel doch nicht. Das muss ich euch jetzt hier auf jeden Fall nochmal festhalten, Alter. Zieht euch das mal rein, wie das hier aussieht. Ey. Täubchen. Nina, Täubchen. Aber geht Tag 2 auf jeden Fall zu Ende. Hier oben auf der Dachterrasse in Wien. Und dann hole ich euch wieder ab. Wenn ihr Bock habt, schaltet wieder ein. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Bis dahin, Boom Shiva, euer Psy-Shiva.